Ihr wollt wissen, warum ich immer noch hier rumgröße? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Kiffen. Und Musik. So. Ja, ich glaube, hier haben wir nicht mehr viel vor. Stimmt sich das ein bisschen sehr zurück hier? Vielleicht gehe ich doch. Das wollte ich nicht aufnehmen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Moment. Das müssen wir korrigieren. Gut, dass wir nochmal hingeguckt haben, ne? Der ganze Spaß geht hier eigentlich echt zügig weg. Aber nicht zügig genug. Stoppt hier auch ziemlich. Okay. Einfache Geschichte. Relativ einfache Geschichte, wenn das da unten jetzt vom von den Positionen her hinkommt. Jetzt geht's. Okay. Nee, hier. So. Nach rechts geht Überschuss raus. Dort kommt ein Fusionator hin. Und der Spaß geht an. So. Dann sollte der Spaß nämlich hier leer laufen. Das ist schnell. Das ist verdammt viel, das Safe. Okay. Aber hier wird's leerer, okay. Habe ich zu viel auf diesem Band? An 30 pro Minute. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24. 24 mal 30. 27, doch, das sollte passen. Das geht auch in beide Richtungen weg. Ist es auch da unten so, dass es in beide Richtungen weggeht? Die Mitte sieht immer am besten aus. Okay. Hier hat sich ganz schön was angestaut. Das erklärt auch unsere ganzen Probleme, die wir da haben. Was haben wir denn hier? Okay, das müssen wir jetzt erstmal abtransportieren. Das ist die Frage. Ziehe ich das da auch noch raus? Also an den beiden Leitungen nochmal einen Überschuss, bitte. Und dann, keine Ahnung, eine da rüber, ein hier in die Mitte und von da aus noch dahin. Macht das Sinn? Parillos hier unten laufen ja auch schon mal. Ab und an geht mal was weg, aber es ist nicht schnell genug. Na gut, die da oben müssen auch erst leer laufen, ne? Okay, du machst jetzt tatsächlich nur noch einen Barren und der geht raus. Das, ne, die Bänder sind hier alle leer. Das ist gut. Das heißt, es müsste sich jetzt von hier aus wieder aufholen. Das war gar nicht das, was ich vorhatte, aber ist ja auch okay. Nehmen wir schon mal. Eigentlich müsstest du jetzt weniger. Okay, du läufst auch wirklich langsam leer. Das ist schon mal gut. Okay. Das ist auch gut.
auch weniger. Es ist langsam, aber sicher tut sich da was. Hier kommt immer mehr dazu. Das müsste es auch langsam. Ja, okay, hier geht runter. Achso, runtergehen ist gut. Ein bisschen kontinuierlicher aus hier. Das gefällt mir. Jo, das geht auch langsam weg. Sollte so auch stehen, dann seht ihr doch gar nichts. Die sind leer. Das wird jetzt auch langsam. Okay, er macht erstmal wieder auf die 100 voll. Wie sieht es bei dem aus? Knapp weniger. Da muss wirklich erst Stück für Stück weniger werden. Ich könnte natürlich auch stumpf hingehen, die Sachen einmal hier rausschmeißen. Hier rausschmeißen. Ist, glaube ich, weil dann kann der Rest erstmal wieder weggehen und wir haben das System sauber. So, aber jetzt dürfte eigentlich das nicht mehr passieren. So, im Gegenteil, genau, jetzt geht das nämlich hier weg. Schön kontinuierlich. So soll das aussehen. Weil es ist ein 780er Band. Da nur 720 draufkommen, sollte das halb so wild sein. Also hier, ja, noch schön kontinuierlich. Staut sich nichts an. Ja, so will ich das haben. Das heißt, hier wird weniger, dass da hinkommt. Das ist auch gut. Das ist genau so, wie es sein soll. Da unten wird es ja verarbeitet. Ja, hier, das staut sich natürlich immer noch ein bisschen, weil die Apparillos sind voll und arbeiten ab. Du brauchst 60 pro Minute, 720 sind dann 1440. Du machst 300 pro Minute, 600 pro Minute. Ja, wie auch immer. 1200. Irgendwo ist hier was untertaktet. Okay, hier zwei Seiten ist, ne? Ja, okay, dann passt das. Also, das wird halt langsam, aber sicher wird das hier weniger. Ich meine, wir sind auch schon bei 300 statt 500. Ja, hier ist nochmal über 400, aber das scheint gerade billig geworden zu sein. Du bist, ja, ist auch runter und du auch. Also das passt. Okay. Haben wir uns um das Problem auch gekümmert. Wie sieht es mit meinem Wassergedöns aus? Das Wasser läuft da recht gut weg. Kanister stehen. Kanister stehen ist gut, weil dann heißt, hier ist alles voll und kann abgearbeitet werden. Hier kommt auch nur noch relativ wenig Wasser an, damit kann ich leben. Das sollte so sein. Weil je weniger Wasser hier ankommt, desto mehr ist weggearbeitet. Schlecht wäre halt, wenn hinten die voll sind und das Wasser nicht weg. Aber das sollte passen. Weil hier, ja, wir sind in die 4. Ja. Irgendwann überlegt er sich auch nochmal wieder loszulegen. Okay. Sehr gut. Überschuss, den wir hier haben, geht weg. Hier ist überall Überschuss dran. Hier geht jetzt erstmal alles in diesen Container rein. Der muss noch ein bisschen volllaufen. Den haben wir auch. Okay, das ist alles super.
Das gefällt mir. Das heißt, wir haben jetzt ein halbwegs funktionierendes Kraftwerk. Keine Ahnung, ob die jetzt schon alle laufen oder noch nicht. Aber hier sieht es nach 1, 2, 3, 4 aus. In der Reihe auch nach 4. Da erstmal nur nach 2, da hinten wieder nach 4 und ja. Also da ist ein bisschen was. Strom pendelt sich aber nach oben hin mehr ein. Hier sind 50 Stück drin. Ist die Frage, in was zu was die stacken. Aber ich glaube, das waren die, die schon voll sind. Ja, so 50. Okay. Oh Mann. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Ja, das läuft ja richtig gut. Warum läuft das hier nicht? Was fehlt? Mir kommt nichts raus. Du arbeitest nicht. Weil dir fehlt Salpetersäure. Warum fehlt dir Salpetersäure? Weil dir Wasser fehlt. Warum fehlt dir Wasser? Da kein Wasser drin ist. Oh shit, ich komm. Okay, ihr merkt schon, das ist langsam witzig. Wasser ist ein Problem. Wie gehen wir das denn jetzt? Wir brauchen 30 pro Minute. Wie viele haben wir hiervon? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis hierhin. Danach was anderes, oder? 6. Ja. Ja. 6 mal 30 sind 180. 180 Wasser, die von oben kommen müssen. Ich will es nicht tun. 180 Wasser. Die Wasserleitung verfolgen. Du gehst hier rein. Ich habe dich auf 600 gestellt. Und dich da drauf. Das ist doof. Wie viel kommt hier raus? 105. 210. 245. 350. 350 plus 150. 405. Grob. 405. Wir brauchen da. So, mal. Bitte gerne. Das da. Wir machen hier 180 hin. Und 405 minus 180. 400 minus 180 sind 220, 225. So. Das Rohr ist voll. Da ist weniger Durchfluss. Da ist kein Durchfluss, das läuft hier lang. Hier auch noch. Hier auch. Ich habe gar keine Ahnung, warum hier kein Wasser ist. Ich kann das echt nicht verstehen. Warum ist denn hier kein Wasser? Da muss doch Wasser sein. Nein. Weißt du was? Der hat weg, der hat weg.
So, da fließt jetzt erstmal ordentlich. Ja, das geht dann runter. Das soll ja auch so. Nee, da lang komme ich nicht. Eieieiei. Das war der schlechteste Abbau, den ich jemals gemacht habe. Okay, hier scheint wieder Durchfluss zu sein. Da ist Durchfluss. Kommt hier überall Wasser an. Ja, hier kommt Wasser hin. Es wird voll. Ich das Ding jetzt schnell weg. Weil der ganze Scheiß muss ja hier weg. Aber ihr fangt wieder an zu arbeiten, das ist gut. Hier kommt Salpetersäure rein. Du machst weiter. Du haust erstmal wieder 20 raus. Warum bist du untätig? Du hast ja jetzt... Weil bei dir Wasser nicht weggeht. Und bei dir auch. Natürlich, weil jetzt auch keine Schwefelproduktion mehr stattfindet. Weil ihr... Cool. Das läuft. Wie sieht das hier aus? Du bist voll. Voll ist ganz beschissen. Ich meine, das Einfachste ist, einmal hier hinzugehen, den Speicher zu leeren. So, dann dürfte der sofort wieder relativ zügig voll werden, wie man sieht. Ihr habt ja noch genug Wasser über. Aber da ist auch schon wieder zu stocken. Das heißt, Schwefelsäure geht hier hin. Das ist alles in dem ganzen Abfall. Ja, da kommt wenigstens was raus. Du wirst dein Wasser immer noch nicht los. Warum nicht? Du wirst dein Restwasser los. Ah, okay. Das muss ich halt erst langsam zurückbauen. Verstehe. Hier hinten. Du bist leer, das ist gut. Auch. Oh Gott, ey. Die Schwefelsäure hier auch verarbeitet. Ich hätte jetzt wieder an der Salpetersäure. Vielleicht sollte ich von der anderen Seite noch mal ein bisschen Wasser hier zufüttern. Aber auch das kann nicht die Lösung sein. Ach doch, jetzt hier. So, bis dahin, genau. Eigentlich wollte ich ja nach Hause fahren. Schön in die alte Heimat, aber es hat ja super geklappt. Jetzt gucke ich wieder nach, was ist denn hier mit dem Wasser los? Dieses Spiel macht einen fertig. Du sollst nicht untätig sein. Warum bist du untätig? Du hast genug von allem. Du hast genug von allem, du hast auch genug Platz. Du hast auch genug Platz. Da geht auch genug rein. Ja. Hier fehlt Salpetersäure. Okay. Was ist eine Ausrede? Was mit dir? Fehlt das noch? Du bist auch am Mann. Okay. Die muss ich jetzt wieder erst ein bisschen aufbauen. Auch das kann ich noch nachvollziehen. Oh, shit. Shit, hier durch?
Ja, so soll das sein. Ist langsam hoch. Auch ist untätig. Warum? Du hast genug. Ah, jetzt bei 5 fängst du irgendwie an. Damit habe ich so jetzt auch nicht gerechnet, aber es geht raus. Wenn da wieder was ist, fängt der auch gleich wieder irgendwann an. Oh Mann. Der Shit kommt hier an, wird verarbeitet, da passiert eine Verarbeitung. Ich muss jetzt nur überlegen, ob ich hier irgendwo einen Container dazwischen setze. Oder ein ganzes Containerlager. Ich glaube, das könnten wir nochmal machen. Weil die können natürlich nicht laufen, wenn der Abfall nicht abtransportiert wird. Ich weiß nicht, zu was decken die denn? Dazu schon mal zu gar nichts. Da geht's. Kollege, zu was deckt das? 500, okay. Also, ne, passt noch ein bisschen was, aber. Das ist nicht so gut. Wie sieht das eigentlich hier aus? Hast du schon, du hast ja schon was aufgebaut. Kleines Pölsterchen angefuttert, ne? Ja. So, hast du dir ein Pölsterchen angefuttert, nachdem ich abgestürzt bin? Du hast noch gar nichts. Aber eine Abfallmenge. Okay. Das heißt, du bist schon mal gelaufen. Du hingegen nicht. Mein Telefon geht, ich nehme das Spiel. Und weiter geht's. So, ich stehe hier schön in der Strahlung rum. Wir erstmal über das Telefon. Auch gut. Kann man ja machen. So. Du arbeitest den Spaß hier ab. Also, irgendwie, da wird ein bisschen leerer. Das ist schon mal gut. Ich hänge nur hier fest. Das ist nicht gut. So. Ja, auch da wird es weniger. Also scheinbar funktioniert das wieder. Ich muss mir trotzdem überlegen, ob ich irgendwo ein Zwischenlager für den ganzen Spaß mache. Mann, das ist ja fast wie in der echten Welt. Eieieiei. Spaß ist das auf gar keinen Fall. Jetzt müssen wir uns mal den Ballon hier angucken. Eventuell muss ich hier auch irgendwas machen. Weil in der Theorie sollte all das, was da hinten, also da so rausgeht, hier auch verarbeitet werden. Wasser. So. Gut, stopp. Läuft ein bisschen wenig raus. Mache ich da noch einen Ballon dazwischen? Du bist voll. Wie sieht das mit euch aus? Okay. Durchfluss reicht da auf jeden Fall. Ethersäure passt. Im Moment. Wie sieht das hier aus? Du bist voll mit Salpeter. Du bist auch voll mit Salpeter. Du auch. Hier scheint sich zu bessern. Sehr gut. Ja, du bist schon über 30. Super. Ja. Du musst halt noch zur Schule gehen. Okay.
jetzt staut sich der Spaß. Yes, das System ist sowas. Nennen wir es Monkey. Warum staust du dich jetzt? Hier ist doch genau die Menge drin, die ich abarbeiten muss. Das sind 8 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal. Also 180 pro Minute. Stimmt doch, ne? 20 kommen raus, 9 mal sind 180. So, 180 pro Minute. Das Band ist hier schön relaxed und easy. Das läuft hier schön weg. Da kommt auch gerade nichts dazu. Eigentlich müsste das doch alles schön laufen. Und da vorne kommt mal wieder ein bisschen was dazu. Okay. So, irgendwie hier wird angefuttert? Nein. So möchte ich, dass das schön dann durchläuft. So, gehst schön da hinten hin. Das geht auch schön weg. Ihr seid alle am Arbeiten. Machst du wie immer. Warum bist du untätig? Den habe ich nicht verstanden. Du bist komplett voll. Es staut sich nichts. Gar nichts. Es gibt keinen Grund, warum du nicht arbeiten solltest. Aber du hast dir überlegt, ich habe schlecht geschlafen. Ich habe heute Schicht. Ich habe keinen Bock. Warum ich das jetzt so komisch gesagt habe, weiß ich nicht. Aber ihr werdet mich schon verstanden. So, du machst Pellets. Ich weiß gar nicht, ab welcher Stufe ich bitte wegmachen könnte. Wahrscheinlich hier schon bei den Pellets. So. Spaß dahin. Um, darüber. Dahin. Und wird abgearbeitet. Von den Kollegen hier. Du bist voll. Du bist voll. Du wirst voll. Also so langsam passiert hier was. Das ist auch gut. Ihr lauft da rum. Weil ihr wahrscheinlich schon hättet deinen Schredder gehen können. So. Was denn da? Ja, die Seite, genau. Geht da hinten rum. In die Kollegen rein, genau. Hier läuft vorne raus. Mehr Spaß kommt da. Okay, es scheint besser zu werden. Eieieiei. Aber es passiert ein bisschen was. Oh Mann. Ja, das war eine sehr unbefriedigende Folge. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich sie nenne. Ja, werden wir mal herausfinden. Jetzt suche ich mir noch einen schönen Punkt für ein Thumbnail und dann gucken wir mal, ob wir in der nächsten Folge das machen, was wir uns eigentlich für diese Folge vorgenommen haben. Aber hey. Atommüll everywhere. Ja. So nennen wir es. Wunderbar. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Absetzen. Käffchen.